Open-End-Turbos sind eine Weiterentwicklung der klassischen Turbo-Zertifikate. Genau wie bei einem Turbo verzichten Sie bei einem Open-End-Turbo auf ein Stop-Loss-Level. Das heißt, das Finanzierungslevel bestimmt das Knockout-Level. Wie bei Turbopapieren wird dadurch einerseits ein höherer Hebel möglich, andererseits steigt damit auch das Risiko eines Totalverlusts. Denn sobald der Kurs des Basiswerts das Knockout-Level im Handelsverlauf berührt, beziehungsweise über- oder unterschreitet, wird der Handel im Open-End-Turbo ausgesetzt. Ihnen wird dann, wie bei einem Turbo, noch ein Restwert von einem Zehntel Cent ausgezahlt, was einem Totalverlust der Investition entspricht. Die Innovation bei Open-End-Turbos liegt, wie der Name schon sagt, in der offenen und theoretisch unbeschränkten Laufzeit. Ein Open-End-Turbo hat kein Fälligkeitsdatum. Solange der Kurs des zugrunde liegenden Wertes das Knockout-Level nicht berührt bzw. über- oder unterschreitet und die Emittentin das Zertifikat nicht kündigt, kann das Papier gehandelt werden. Eben aufgrund dieser offenen Laufzeit muss bei Open-End-Turbos aber das Finanzierungslevel täglich angepasst werden. Einerseits, um die Finanzierungskosten zu berücksichtigen, andererseits, um eventuelle Dividenden oder andere Basiswertanpassungen abzubilden. Halten wir also fest. Open-End-Turbo-Hebelpapiere haben eine offene, also unbegrenzte Laufzeit. Im Falle eines Knockouts wird diese vorzeitig beendet. Da die Knockout-Schwelle dem Finanzierungslevel entspricht, werden mit Open-End-Turbo-Hebelprodukten sehr hohe Hebel möglich. Die Knockout-Schwelle wird täglich angepasst. Eben durch die hohen Hebel steigt aber auch das Risiko eines Totalverlustes. Denn im Falle eines Knockout-Ereignisses erhalten Sie als Anleger nur einen Restwert von einem Zehntel Cent, was einem Totalverlust der Investition entspricht.